Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, wo wir eigentlich den Komori helfen wollten und mit Medulli reden wollten, aber stattdessen haben wir ein bisschen was, ein Minigame-Action bei dem Postboten da drüben gemacht. Aber gut, das haben wir erledigt, von daher reden wir mal mit der Netten. Hey, hey, hey. Oh, die ist echt cool. Ich mag Medulli. Übrigens, wenn ihr das Spiel schon mal durchgespielt habt, ne, dann habt ihr ja, nur so ein kleiner Spoiler, ja, ist ein Spoiler, so vorher sonst weghören, habt ihr nicht dieses Heldengewand an, sondern rennt mit euren normalen Klamotten um, falls ihr es nicht schon vorher gesagt habt, und dann sagen die Leute halt entsprechend auch was anderes. So, Party People, sorry für die Unterbrechung, aber es geht schon wieder weiter, ich weiß nicht, was heute los ist wieder. Auf jeden Fall, ja, heute ist Champions League. Das tut mir leid, heute spielt Dortmund gegen Neapel. Ist ein wichtiges Spiel. Aber auf jeden Fall, sie möchte, dass wir es zu Komori bringen. Was denn? Ein Briefchen. Na gut, dass wir die Postbox haben. Also scheint sich schon zu lohnen, weil wir können ja, wie sollten wir Briefe sonst irgendwie mitschleppen? Oder? Ich meine, in Ocarina of Time hat es zwar auch geklappt, ohne so eine Postbox, aber gut. Ich frage mich, ob da die Idee dafür herkam. Kann ja sein. Unten im hinteren Bereich. Okay. Ach, okay. Es kann sein, dass er unfreundlich mir gegenüber sein wird. Ich habe ja ein Schwert dabei. Ist gar kein Problem. Seine Worte prallen an meinem Schild ab. Was Persönliches? Ach komm, erzähl's mir. Was willst du? Nur wir zwei? Gerne. Ah, du kleine Dreckige. Du, gerne. Vögel, die Haare haben, ha? Interessant auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, ich kann es euch sagen, Komori lebt hier ganz hinten, ganz alleine. Mensch, ist das abgelegen. Und schaut mal, wie perfekt die Wände wieder geschnitten sind. Gibt's doch gar nicht. Jedenfalls nehmen wir mal den Brief aus der Posttasche. Frage mich, ob man den auch einwerfen könnte. Wäre zumindest interessant, aber ja, das ist auch so eine Sache, ne? Den können wir persönlich übermitteln, aber den anderen sollten wir in den Briefkasten werfen. Ha, naja, obwohl, da muss ja die ewige Adresse aufgeschrieben haben, aber ist ja auch egal. Hey, 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 was hast denn du da für ein Bällchen? Junge, guten Abend. Ich bin Link, auch wenn ich nicht sprechen kann. Ich habe was für dich. Und zwar ein Briefchen. Bitte schön. Ja, etwas, was er dir nicht selber übermitteln konnte. Schnapp ihn mal. Wieso? Damit du irgendwann mal fliegen kannst. Seit so wie deine Ausbildung willst du lieber Schule schwänzen und dann, ja, hast du am Ende nix. Ach, findest du? Kleiner Feigling, du. Ja gut, ist verständlich. Einem wütenden Drachen sich gegenüberstellen, mach ich auch nur Monster Hunter. Ich weiß nicht. Reden ist nicht so schwer, handeln aber sehr. Okay, wenn es jemand schafft, dann würdest du auf ihn hören, ja? Gäbe es nur eine Möglichkeit, diesen Drachen zu besänftigen. Wer weiß. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu Medulli und schauen mal, was sie eigentlich von uns will. Ja. Nee, ich habe gerade was im Kopf gehabt, aber das hebe ich mir für ein bisschen später auf. Du kannst also nicht die Treppen hochrollen, außer du bist schon auf den Treppen. Interessant gemacht, Spiel. Interessant. Lass mich mal sehen, was ist denn hinter Tür Nummer 2? Wieso? Wie selber schon erkennen kannst, ist nämlich die Brücke kaputt. Ah, das ist natürlich doof. Man könnte schwimmen, nur dummerweise ist der See ausgetrocknet. Alles klar, aber ich würde mich trotzdem da erstmal ein bisschen hinschieben wollen, wenn du nichts dagegen hast, Kollege. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, Vögel. Wobei, ich weiß nicht, ich hätt mir die Gegend für Vögel irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber Mensch, schaut mal, ist wirklich alles vertrocknet, ha? Und hier sehen wir auch, die Brücke ist völlig kaputt. Wo ist denn die Medulli? Wollte sie uns nicht hier treffen? Medulli, bist du hier unten? Hey, da ist sie ja wirklich. Na, was geht ab? Das ist doch gar kein Problem, ist nur ein bisschen Aschewind hier. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Dritte Generation. Aha, dabei bei seiner Wut ist ein Felsbrocken hier runtergefallen und hat gleich den See verstopft. Doofe Geschichte. Doof. Nee, er hat sich nicht wirklich gefreut darüber. Ich denke mal, so viel darf ich dir sagen. Ach was, gib dir doch nicht selber die Schuld. Ach, wirklich?
Die Maid des Walu, der hatte eine Vogelfrau? Warum kriege ich keine Vogelfrau? Ja, immer diese kleinen Schüler, die sich niemals mit dem Meister messen würden. Da ist schon wieder Sion. Du hast eine Bitte? Na, erzähl mal. Du willst zum Draco-Sanktuarium gehen? Und dann, du willst dorthin gehen, dich diesen Gefahren gegenüberstellen und dabei kannst du nicht mal alleine da hoch. Ja, sie ist noch klein, sie kann nicht ordentlich fliegen und deswegen braucht sie unsere Hilfe. Gerne doch, warum denn nicht? Dich enttäusche ich nicht, bei allen anderen sage ich nein, aber Medoli mag ich. Heb mich hoch. Ganz genau. Und dann werfen wir sie in Richtung des Vorsprungs. Sollte eigentlich nicht zu kompliziert sein, oder? Denn ihr seht schon, der Wind weht hier ein bisschen hin und her. Es gäbe zwar eigentlich schon die Möglichkeit, dort ein bisschen was vorzu, oder hätte ich halt was Bestimmtes schon geholt, hätten wir uns den Wind besser gestalten können, sag ich mal, aber das muss man nicht. Von daher muss man nur auf den Wind achten und dann kann man sie da hochwerfen. Oder was man nämlich auch machen kann, ist sie zum Beispiel gegen die Wand werfen. Und dann sieht Medoli Sterne. Hey, alles klar? Sie ist nicht mal sauer. Ich kann Medoli nichts Böses tun, wenn sie immer noch fröhlich ist, obwohl ich sie eben gegen die Wand gepfeffert habe. Von daher würde ich mal sagen, stellen wir uns hier hin. Und dann warten wir den richtigen Wind ab. Und da ist er auch schon. Und komm schon, komm schon, komm schon. Sauber. War gar nicht zu schwer. Kein Problem. Okay, wenn du meinst, du schaffst das alleine. Na gut, das heißt, wenn er dich anschnauzt, dann verstehst du das. Ach, klappt schon, klappt schon. Ja. Es tut mir leid, ich muss meine Schwester retten, dafür habe ich keine Zeit. Oh, was hast du denn für mich? Und die gute Medoli schenkt uns das erste oder beziehungsweise die erste Flasche im Spiel. Finde ich richtig nett von ihr. Denn, wie wir alle wissen, Flaschen im Zelda-Universum sind gut. Ich glaube, die wurden eingeführt mit dem dritten Zelda, ne? Ich meine schon. Und was man mit Flaschen eben machen kann, ihr könnt zum Beispiel irgendwelche Tierchen, Heiltränke oder Feen da drin sammeln, um halt euer Leben aufzufüllen. Und das ist ziemlich nice. Und es gibt halt auch direkt eine Verwendung dafür. Ich packe sie mir mal auf Z, weil Z brauche ich nicht so oft. Und zwar können wir nämlich auch Wasser darin sammeln. Ich glaube, das mit Wasser ging erst ab Ocarina of Time. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall war ja auch die Rede davon, dass die ganzen Blümchen hier eingetrocknet sind. Ha? Aber was passiert, wenn wir tatsächlich etwas Wasser zu den Blümchen bringen? Ja? Ich meine, gut, im richtigen Leben wird das nicht so schnell funktionieren. Wahrscheinlich etwas, was schon vertrocknet ist, wird mit ein bisschen Wasser nicht wieder, ja, munter, sage ich mal. Aber was passiert, wenn wir diese Donnerblümchen hier ein bisschen Wasser geben? Ungefähr so. Haha, ihr seht schon, wir können sie wieder pflücken. Und ich würde mal sagen, das nutzen wir gleich und schmeißen sie da runter. Oh, ist die ausgegangen. Schauen wir mal, Versuch Nummer 2. Zack. Nein, auch nicht gut. Was ist los mit mir? Irgendwie habe ich diese Momente in diesem Spiel nicht drauf. Jetzt aber. Komm schon, die landet genau oben drauf. Oder so. Und yeah, schaut mal, da kommt sofort das Wasser hochgesprudelt. Hat ja schon einer erwähnt, dass wir hier eventuell rüber schwimmen könnten, wenn hier nur mehr Wasser wäre. Beziehungsweise wenn der See nicht ausgetrocknet wäre. Aber entsprechende Vorkehrungen haben wir getroffen. Und deswegen können wir rüber. Na, das passt doch. Gefällt mir sehr. Link immer überall hinguckt. Ja, ich weiß, die Donnerblumen sind wie. Ich glaube, die heißen auch Donnerblumen, oder? Ich glaube schon. Habt ihr mir wahrscheinlich schon in den Kommentaren geschrieben. Aber gut, so viel kann Link auf jeden Fall schwimmen, dass wir dort drüben rüberkommen. Yeah, na dann schauen wir mal. Gut, die gute Medoli konnte hier wahrscheinlich rüberfliegen. Wir dagegen müssen uns hier den Weg mit Bomben etwas organisieren. Übrigens, wenn wir in die Lava fallen, sind wir nicht tot, aber wir verlieren ein bisschen oder ein Herz oder ein halbes Herz oder so. So ähnlich wie ein Okami, wenn man runterfällt. So müssen wir das ungefähr machen. Und ich meine, sowas gab es auch in Skyward Sword, ne? Ich glaube schon. Zack, komm schon. Sauber. Schön eingelocht. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns diesen Tempel oder diese Dungeon, die vor uns liegt, erst beim nächsten Mal an. Werden wir in der Lage sein, den kleinen Komori zu helfen und das Leid von Walu zu lösen? Ja, wahrscheinlich noch nicht beim nächsten Mal. Ich bin Sion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.